Hallo Leute und willkommen hier bei MiaPaket. So sieht ein Paket aus, wenn es von China nach Budapest nach Deutschland gereist ist. Da ist fast nur noch Klebstreifen übrig. Aber egal, hier drin steckt ein neuer Saugroboter von Prosennic, der 850T. Das ist so die Preisklasse 239 Euro, glaube ich. Und den will ich heute mit euch einmal auspacken. Ich brauche mein Messer. Und einrichten werden wir das Teil dann auch nochmal und uns so einen kleinen ersten Eindruck verschaffen. Also Karton offen und wir sehen, wir haben einen Karton, den wir öffnen. Steht nochmal Prosennic drauf. Und darunter finden wir ja unser ganzes Zubehörzeug. Also hier noch ein bisschen Schaumstoff. Dann, ungewöhnlich, hier das Reinigungswerkzeug. Das ist sonst meistens irgendwo im Roboter verstaut. Haben wir jetzt hier offen liegen. Dann haben wir hier etwas Papierkram, einen App Quick Start Guide, das Bedienungshandbuch und ein Registrierungsdings, wo man das Teil registrieren kann bei Prosennic. Okay, das mal rüber. Und ich nehme den Kollegen erstmal raus. Und der ist relativ kompakt. Aber ich stelle die noch mal kurz zur Seite. Wir sehen, was wir noch haben. Wir haben 1, 2, 3, 4 Seitenbürsten. Und die Seitenbürsten haben mal wieder, ich hoffe, man kann sie erkennen, diese kleinen Bürstchen dran, die verhindern sollen, dass sich Haare da drum wickeln. Und das hat bisher bei den anderen Modellen gut funktioniert. So, hier fliegen noch ein paar AAA-Batterien rum, wahrscheinlich für die Fernsteuerung. Dann haben wir hier, ja, er ist nicht nur ein Sauger, er ist auch ein Wischer. Ja, ein Mikrofasertuch zum Wischen und eins ist hier auch schon direkt am Tank mit dran oder ich sag mal an der Tank- und Staubbehältereinheit. Scheint hier alles in einem zu sein. Also hier noch ein Ersatztuch, das ist sehr schön. Dann haben wir hier einmal unser Netzteilchen mit einem proprietären Rundanschluss und welche Leistung? 11,4 Watt Leistung, kommt direkt mal darüber. Dann, wie gesagt, hier unser Kombitank, der einmal 300 Milliliter Wasser aufnimmt. Und ich glaube, es waren in dem Fall hier 200 Milliliter für den Staub. Und wie gesagt, das hier ist das Kombiteil. So ein ganz normaler Staubbehälter, der müsste schon am Robo dran sein. Also lässt sich hier echt schon mal leicht öffnen. Klappe auf, ausleeren. Aber wir haben hier keine Abdeckung, die verhindert, dass wenn ihr das Teil hier rausnehmt und kippt, dass hier der Schmutz rausrieselt. Das finde ich immer schade. Ist immer eine gute Sache, wenn hier nochmal so eine Abdeckung drin ist. Aber lässt sich leicht öffnen. Da ist dann der Einlass für das Wasser. Kann man dort reinfüllen, zumachen. Und das hier wird mit Klett befestigt. Was rede ich denn da? Klett ist gar kein Klett. Wir haben hier ein Gummiband und doppelt gemoppelt sozusagen. Also hier haben wir Klett, da kommt dann das Tuch drauf und zur doppelten Sicherheit gibt es dann nochmal hier den Gummi für um die Ecke rum. Ja, also sehr schön. Dann haben wir natürlich, geht ja nicht ohne, hier nochmal die Ladestation und das ist so eine Standard, Ladekontakte hier auf der Unterseite. Der Robo fährt drüber, wird aufgeladen, hier vorne kommen die Infrarotsignale raus, dass er die Station auch findet. Hier hinten kann man ein bisschen Kabel reinprimeln und da ist dann der Stecker, wo der Strom reinkommt. Ja, okay, ganz standardmäßig. Aber hier, wofür ist denn hier diese Vertiefung? Keine Ahnung. Vielleicht für die, vielleicht um die, habe ich jetzt nur eben mal kurz so gedacht, für die Fernbedienung reinzustellen. Wo habe ich denn das schon mal gesehen? Wer stellt denn die Fernbedienung auf den Boden in die Ladestation? Naja, es ist nur Option, aber ungewöhnlich. Gut, also das wäre die Ladestation. Dann haben wir sie ja schon hier in der Hand. Einmal die Fernbedienung mit Aufkleber und nochmal Aufkleber. Dann sehen wir hier so ganz normal die Steuerelemente zum Starten, Anhalten. Wir können ihn nochmal manuell in alle Richtungen bewegen. Automodus, Heimkehr zum Aufladen, zeitgesteuert, Spotreinigung, hier Kantenreinigung und hier Stummschaltung. Und ich denke mal, hier schaltet man durch die verschiedenen Saugstufen durch und rein kommen dann zwei AAA-Batterien. Ja, also ihr wirft schon mal keine großen Rätsel auf. Dann haben wir hier nochmal einen Ersatz HEPA-Filter mit dabei. Immer gut, braucht man irgendwann. Und,
So einer ist das. Okay. Gibt es ja in dieser, ich sag mal, günstigeren Preisklasse durchaus öfters. Der hat hier so eine Magnetbarriere dabei. Ihr könnt also in der App, kann ich jetzt dann schon mal sagen, keine Bereiche, Mensch, jetzt komm doch raus hier, keine Bereiche absperren, sondern müsst das dann hier mit diesem magnetischen Band machen. Das soll man dann hier mit einem 3M Klebeband, wo habe ich es denn? Da, so 3M Klebeband ist mit dabei. Damit soll man das dann dort hinkleben, so quasi vielleicht in die Türzarge rein, unten auf dem Boden, dass er in einen bestimmten Raum nicht reinkommt. Ja, wir schauen mal, wie gut es funktioniert. Ist natürlich eine unelegantere Lösung, sag ich mal, als wenn man auf der Karte direkt was absperren kann. Aber naja, besser als nichts. Wie gesagt, 239 Euro. Da will ich jetzt nicht so viel meckern. So, das wäre es auch gewesen mit dem Lieferumfang. Ich packe jetzt mal den Robo noch aus. Und den Kollegen sehen wir hier noch gut eingepackt. Und ja, also designmäßig schönes Ding. Schönes, schönes Ding. Hier so mit diesen Streifen. Doch, nett. Natürlich wieder Hochglanz. Da packt man dreimal dran und es sieht schmutzig aus. Und der Staub, der lagert sich drauf ab. Aber was hier auch ungewöhnlich ist, sehe ich jetzt hier. Hier, wir haben da Touch. Knöpfe, also die berührungsempfindlich sind, da kann man nichts eindrücken. Für Start, Stopp oder Power-Button, dann Home und eine Wi-Fi-Taste und direkt den Hinweis, Switch on before use mit Pfeilchen auf die Unterseite. Und da sehen wir, hier haben wir den Hauptschalter. Dann haben wir hier einmal, wir müssen die Bürsten da noch aufstecken. Ach, Halleluja! Wir können sie aufstecken, das ist gut. So, ich mache das mal direkt, denn ich habe beim letzten, was war das, bei dem M7 Pro, genau, bei dem M7 Pro, den ich zuletzt getestet habe, da musste man hier diese Seitenbürsten mit einem Schraubendreher abschrauben und konnte die nicht einfach aufstecken. Hier kann man sie zum Glück wieder aufstecken und kann hier auch sehen, wie diese kleine Bürste hier nämlich, mit rund schwenkt und dadurch verhindern soll, dass sich Haare und sonstiges hier um die Bürste wickeln und die dann irgendwie bei der Tätigkeit einschränken. Hier vorne wieder das bewegliche Rädchen, Ladekontakte auf der Vorderseite, natürlich hier wieder die Absturzsensoren, dass er auch merkt, wenn er über eine Treppenstufe fährt und hat nur noch Luft unter sich und dann stoppt. Hier haben wir eine Wartungsklappe, wo dann der Akku drunter sitzt, also die kann man aufschrauben mit zwei Schrauben. Und hier hinten haben wir noch die rotierende Bürste, ich sehe schon, die lässt sich leicht entnehmen. Einfach hier drücken, Klappe hoch, Bürste raus. Wunderbar. Klein. Oh, die ist aber klein. Also ich bin gerade die von dem anderen Modell noch gewohnt. Das hier ist eine kleine Bürste mit Borsten und mit Gummilippen. Und das transportiert dann alles hier in den Staubbehälter, was hier von vorne schon in die Mitte transportiert wurde. Muss man natürlich auch ab und an reinigen. Deswegen schön einfach zu öffnen. Schnell gemacht. Reinigung dann eben auch schnell erledigt. So, passt das? Nee. So, passt das. Wunderbar. Dann haben wir hier die Antriebsräder, natürlich auch mit einer Federung, dass er dann nochmal gut über Teppichböden und Kanten drüber kommt. Sieht auch wunderbar aus. Und hier ist dann der Staubbehälter mit einem kleinen Rädchen auf der Unterseite, weil sein Hintern ein bisschen tief hängt wahrscheinlich. So, sehr schön. Schauen wir uns nochmal kurz den Staubbehälter an. Hier unten runterdrücken, rausziehen. Da haben wir ihn in der Hand. Hier oben ist dann das Wartungsfach für den HEPA-Filter. Wenn der mal nicht mehr gut ist, kann man ihn hier rausnehmen und dann eben den neuen Filter reintun. Sehr einfach, wunderbar. Und auch hier haben wir ja keine Klappe, die den Müll drin hält, den Staub, den Dreck. Und wie geht's auf? Lasst mich mal ganz kurz hier schauen. Ah ja, auch hier runterdrücken und dann öffnen. Wunderbar, große Öffnung. Großer Behälter, nur die Klappe fehlt. Ansonsten ist das hier schön gemacht und mal schauen. Mal schauen. Hier ein bisschen, ja, es geht. Das ist manchmal ja so ein wenig fummelig, wenn man es immer von hinten dann nochmal reinstecken muss. Ich mag ja doch lieber die Lösungen, wenn ich ehrlich bin, wo man hier oben die Klappe aufmacht und hier den Behälter rausnimmt. Das hier ist immer so leicht fummelig, aber ja, es geht. Man gewöhnt sich dran. Ne, man gewöhnt sich dran, aber hin und wieder hakelt es dann doch schon mal. Also, nehmen wir noch hier diese kleinen
Abstandsponypel raus, die verhindern sollen, dass im Transport hier ständig der Drucksensor, schaut mal hier die Fingerabdrücke, wow. Ja, ich sag ja, Hochglanz, viel Spaß dabei. Ach übrigens, hier vorne sind natürlich auch noch Infrarotsensoren, hier hinter dieser getönten Scheibe, dass er nicht überall gegenfährt, sondern auch mal dann stoppt, bevor es rummelst oder rumst. So, komm, Sticker runter und dann schalte ich den Kollegen mal hier unten ein und wir hören mal, ja, ob wir was hören. Ja, er piept schon mal, er leuchtet, kann man es hier erkennen, es ist sehr hell gerade. Da seht ihr, dass es leuchtet und ja, dann ist der nächste Schritt, Handy in die Hand holen und mit der App einrichten. Gut, also willkommen auf meinem iPhone. Ich habe hier schon die ProSenic App runtergeladen. Gehe da einfach mal rein und wir schauen, ob wir da ohne große Probleme einfach durchkommen. Da ist schon der eine Robo. Ich gehe oben auf das Plus, sag Gerät hinzufügen und suche dann mal aus hier intelligente Reinigung und 850T, 850T, wo bist du denn? Da unten steckt der 850T bzw. P, was auch immer P bedeutet. Wählen Sie das Aussehen. Haben wir hier 2,4 oder 2,4 plus 5 GHz? Ich weiß es nicht. Ich sage mal auf jeden Fall 2,4 eingeschaltet. Ja, habe ich schon. Nächster Schritt. Jetzt soll ich die Taste drücken. Seht ihr nicht? Mache ich aber mal. Ich halte gedrückt. 5 Sekunden auf dem Robo. Da hat es gepiept und ja, jetzt blinkt die Taste auch. Okay, WLAN blinkt. Nächster Schritt. Dann wähle ich hier mein WLAN aus. WLAN-Passwort ist schon gespeichert. Jetzt gehen wir einmal in die Einstellungen rein, unter den WLAN-Punkt hier im iPhone. Und dann müssten wir das WLAN vom ProSenic, da haben wir es 850T schon sehen, einmal auswählen. Kurz warten, bis er verbunden ist. Ja, hat funktioniert. Nochmal zurück und dann wird jetzt hier gekoppelt. Gut, kurz abwarten. Bis hierhin war ja alles echt easy. Ja, erfolgreich. Das hat vielleicht gerade mal 15 Sekunden gedauert. Gehe ich auf Fertig und der Kollege ist startklar. Akkustand 49%. Man sieht die Reinigungsdauer. Ja, also alles ganz interessant. Ich stelle ihn mal flott auf den Boden und wir starten einfach mal und ich will sehen, ob hier eine Karte auftaucht. So, ich bin jetzt hier nochmal auf die Kamera umgeschwenkt, um euch den Kollegen in Aktion zu zeigen. Louis kommt auch schon, gucken, wer hier wieder rumfährt. Und ich muss mich kurz korrigieren, er macht doch eine kleine Karte, zumindest den gefahrenen Weg zeigt er in der App an. Das werde ich euch hier noch einblenden. Aber was mir hier direkt mal auffällt, besonders laut ist er nicht, also angenehm erstmal von der Geräuschentwicklung und er fährt schon hier auf den Endgegner zu. Ja, das ist unser Hocker, da haben sie alle Probleme, aber na, zumindest fährt er sich nicht fest. Das ist ja schon mal was. Ja, also erster Eindruck, ganz positiv soweit. Natürlich, er hat keinen Lasersensor, um irgendwie eine richtige Karte zu machen, aber er sucht sich hier seinen Weg und ist nicht besonders laut. Von daher bin ich jetzt mal auf den vollständigen Test gespannt. Das heißt, der Kollege muss hier erstmal ordentlich arbeiten und wenn er das gemacht hat, dann werde ich euch in einem separaten Video sagen, ob er gut ist, welche Stärken und welche Schwächen er hat, der 850T. Wer aber jetzt schon überzeugt ist, findet den Link zum Robo hier unten in meiner Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch den gerne mal selbst anschauen. Also vom Design her, hier oben drauf, muss ich sagen, ist er echt ein schickes Gerät. So, also ich lasse ihn mal arbeiten und sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut!